Nicht alle Bilder in den sozialen Medien sind echt. Ihr dürft nicht alles glauben. Wir sind am Flughafen. Okay, wir sind bereit. Und jetzt brauche ich ein passendes Foto. Fotos von meinem Reisepass und von meinen Tickets sind ein Muss. Macht ein paar Fotos. Ja, super. Seht ihr? Da ist das Flugzeug. Hast du alles? Noch ein Foto mit einem Trolley. Ja, fertig. Sehr gut. Was machen wir jetzt? Wollen wir zum Check-in? Ach, das brauchen wir nicht. Seht ihr? Die Tickets sind nicht echt. Ah, ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und die Bilder zu posten. Und der leere Trolley ist viel angenehmer. Jeder liebt schöne Blumen, oder? Sie riechen so gut. Ich bin im tropischen Paradies. Was bedeutet ein Blumenstrauß im Insta-Feed? Richtig, Erfolg oder eine glückliche Liebe. Und je mehr Blumen ihr gepostet habt, desto besser. Ihr müsst einfach so ein schönes Bild machen. Wow! Wenn ihr aber lange keine Blumen mehr geschenkt bekommen habt, könnt ihr sie jederzeit selber kaufen. Ich nehme sie. Ich liebe nun mal Blumen. Aber Blumen reichen natürlich nicht aus. Backen ist ein weiterer Top-Trend für Instagram-Stars. Ihr braucht ein Backblech. Deckt es mit Backpapier ab und legt die Zimtschnecken, die ihr gekauft habt, darauf. Eure Follower müssen nicht wissen, dass sie aus dem Supermarkt sind. Die riechen aber gut. Dekoriert sie noch. Fotografiert zuerst das kulinarische Meisterwerk. Und dann mache ich ein Foto mit einem Tablett in den Händen. Hashtag HomeChef. Mit der Überschrift, durch das Backen bin ich sehr erschöpft. Aber diese Zimtschnecken sind so lecker. Ich weiß nicht, was ich fotografieren soll. Womit kann ich noch meine Follower überraschen? Vielleicht sollte ich mein Aussehen ändern. Ob mir dunkle Haare stehen würden? Ihr müsst aber nicht gleich eure Haare färben. Ihr habt doch bestimmt eine Freundin mit dunklen Haaren. Kannst du mir helfen? Okay. Sie legt ihre Haare über mein Gesicht. Sie muss nur hinter mir sein und den Kopf nach vorne neigen. Deine Haare sind so weich. Wählt den perfekten Winkel, damit niemand sehen kann, woher die Haare wirklich kommen. Hey Leute! Ich bin jetzt eine Brünette. Gefällt euch mein neues Aussehen? 1, 2, 3, 4. Oh je, so viele Yoga-Übungen. Heute ist wieder mein Yogakurs. Das bedeutet, dass es Zeit ist, meine Follower zu überraschen. Die erste Regel lautet, wenn ihr während des Kurses kein Selfie gemacht habt, habt ihr nicht trainiert. Ein passendes Foto beim Yogakurs. Ja, super. Oder sollte ich lieber so posieren? Das sieht nicht so besonders gut aus. Also was soll ich machen? Hey, hilf mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, wow. Sie ist echt gelenkig. Und mach ein Foto. Und noch eins. Und noch ein paar mehr, damit ich eine große Auswahl habe. Die Beine meiner Freundin sind das Geheimnis eines unglaublichen Fotos. Warum für ein Foto leihen, wenn ich schummeln kann? Hey, das haben wir gut gemacht. Meine Freundin geht noch weiter und nutzt diesen Lifehack für ihren Vlog. Liebe Follower, möchtet ihr lernen, wie man sich so dehnen kann? Dann klickt auf Gefällt mir und meldet euch für meinen Yoga-Marathon an. Ein Büroalltag kann so langweilig sein. Vielleicht wird mich ein Paradiesfoto aufmuntern. Ich wünschte, ich könnte auch da sein. Was gibt es zu Mittag? Würste? Würste, ein Strand. Ich habe eine Idee. Nehmt zwei Würste in die Hand und haltet sie vor dem Bildschirm. Als wenn es meine Beine wären. Sie sind schön gebräunt. Ein paar Bilder und meine Follower werden eifersüchtig sein. Und die Würste sind so noch leckerer. Sieht so aus, als würde es bald ein Date geben. Oh, er bittet mich, ein Foto zu schicken. Snapchat zwingt mich, wie eine wunderschöne Katze auszusehen. Oh, hier ist der perfekte Filter. Und endlich können wir uns verabreden. Sorry, wer bist du? Ich warte auf eine wunderschöne Katze. Und du hast keine Ohren oder Katzennase wie auf dem Bild. Oh, ich habe vergessen, den Katzenfilter aufzusetzen.
Warte mal eine Sekunde. Hier sind die Ohren und die süße kleine Nase. Erkennst du mich jetzt? Es ist schön, dich endlich kennenzulernen, Kitty. Um die Erwartungen des Mannes zu erfüllen, braucht ihr ein Stück Schaumgummi. Zeichnet ein kleines Ohr mit einem Marker. Faltet das Stück einmal. Und schneidet die Ohren aus. Schneidet rosa Details und weißes Fell aus. Und auch eine glänzende rosa Nase. Klebt die Teile dann zusammen. Befestigt die Ohren am Haarreif. Die Zeiten ändern sich halt. Und Kätzchen von Instagram werden real. Die Stars nehmen ab und berichten darüber. Vielleicht sollte ich es auch mal probieren. Wo ist meine Waage? Ich dachte, ich wiege weniger. Was wäre, wenn ich mein Sweatshirt ausziehe? Es klappt nicht. Und die Socken? Das Gewicht bleibt gleich. Soll ich nur auf einem Fuß stehen? Nein, diese Lüge wird schnell rauskommen. Das stimmt. Wiegt euch, während ihr euch hinsetzt. Oh ja, mein perfektes Gewicht. Ich bin bereit für den Sommer. Jede Modeverrückte sollte ein Bild mit einem Modemagazin haben. Ich werde das Magazin auf die Knie legen. Aber das sieht gar nicht gut aus. Meine Beine. Ich muss meine Pose ändern. Nein, das sieht immer noch nicht gut genug aus. Ich muss mich an die Bettkante setzen. Und jetzt sehen die Beine viel dünner aus. Der Unterschied ist riesig. Wie beschrifte ich dieses Bild? Habt ihr irgendwelche Ideen? Es gibt so viele Autos auf dem Parkplatz, aber da ist kein passendes Auto dabei. Sie sehen entweder billig oder schmutzig aus. Oh, endlich! Ich werde an der Fahrradtür stehen. Nein, das sieht nicht gut aus. Ein Glück habe ich einen Selfie-Stick dabei. Schon viel besser. Ein selbstbewusster Blick und ein ernstes Gesicht. Weil ich der Fahrer eines solchen schicken Autos bin. Oh, dir gehört das Auto? Das ist peinlich. Du hast nichts gesehen. Okay, ich bin dann mal weg. Bilder von Apple-Produkten dürfen natürlich nie fehlen. In der Realität sieht es aber ganz anders aus. Ich wünschte, ich hätte ein neues iPad. Oh, sie macht Fotos mit einem iPad in der Hand? Ich liebe mein neues iPad. Glückwunsch zu deinem ersten iPad. Oh ja, das war ein Geschenk. Danke nochmal. So, fertig. Ich poste es. Schade, dass es nur ein Notizbuch mit einem Apple-Logo ist. Aber meine Follower müssen es ja nicht wissen. Meine Freundin ist mal wieder schlecht gelaunt. Das ist ein Albtraum. Ich fasse es nicht. Sieh doch, wie glücklich sie sind. Sie hat einen Heiratsantrag an so einem schönen Ort bekommen. Es tut weh, das Foto anzusehen. Und ich? Ich verdiene auch Romantik. Oh ja, macht doch einfach Folgendes. Sucht euch ein passendes Hintergrundbild aus. Sie wählt zum Beispiel den Eiffelturm. Sie hat eine schöne Geschenkbox und legt den Ring dann rein. Sie hält die Schachtel einfach vor das Bild. Du hältst und ich mache ein Foto. Sie setzt den Ring auf ihren Finger. Hey, großartig! Diese Bilder sind wunderschön. Wow, jetzt werden alle Follower eifersüchtig sein. Komm schon, lass uns feiern! Wir haben das Zimmer dekoriert. Es fehlt aber noch was. Getränke. Macht Fotos von den Flaschen und sendet eine Einladung. Alle kommen zur Party. Das wird ein Riesenspaß. Unsere Gäste werden bald hier sein. Aber was ist das für eine Minibar? Sind das alles Miniflaschen? Wen habt ihr erwartet? Zwerge und Ameisen? Also echt. Ja, das ist die bittere Realität. Naja, was soll's. Das Bild hat nur einen falschen Winkel gehabt. Und übrigens, zu viel Alkohol ist schlecht für eure Gesundheit. Ohne Make-up macht ihr keine Selfies, oder? Sie denkt jedenfalls so. Sie benutzt den Eyeliner und Lidschatten, damit die Augen ausdrucksstark wirken. Und jetzt macht sie schnell ein Foto. Sie lädt das Foto hoch und verwendet noch Sticker. Und jetzt zeigt sie ihr ganzes Gesicht. Gut, dass ich nur eine Hälfte geschminkt habe. Warum soll ich mein komplettes Gesicht schminken? Ich mache sonst nur ein Bild von meiner besten Seite. Verschwendet also keine Zeit, falls sie sowieso kein Make-up tragt. Wie fandet ihr unsere Instagram-Geheimnisse?
Mit welchen Tricks würdet ihr eure Follower überraschen? Wir sind gespannt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.